YouTube, willkommen zurück in unser aller Lieblingsspiel, nämlich in den Backrooms mit einer Frau, die sich hinten Koffeinschläuche reingeschoben hat, damit sie ewig wach bleibt, Gnu. Ja, genauso fühle ich mich auch heute. Da wird direkt der Kaffee intravenös reingepumpt in den Anzug. Ja, in den oh, warum ist denn dunkel? Warum ist das so dunkel? Ich hab, war doch gerade nicht so, warte mal, haben wir jetzt irgendwas verkackt? Ich habe keine Ahnung. Mein Kies geht da nicht raus. Ich hab Licht angemacht. Oh no. Boah, das ist ja super dark. Ist das auch schon alles neu, oder? Das ist auch schon alles neu. Also wir spielen hier Backrooms Escape Together. Und wir haben das schon gespielt, nicht wundern, aber es gibt ganz viele neue Level und die alten Level wurden alle so ein bisschen redesigned. Unsere Aufgabe siehst du auf Tab. Boah, jetzt gibt es sogar ein Inventar, guck das mal an. Oh, Ausrüstung. Geil, Brust, nice. Das ist ja richtig, richtig krass. Ich mache das Spiel gerade mal bei mir ein bisschen lauter, weil irgendwie ist es auch plötzlich super leise geworden. Nice. Aber guck, es hat sich komplett verändert, ja? Es gibt jetzt viel mehr Zeug. Also, Filme wir müssen... einen Smiler, zeichne Bakterien Smiler. Auf während eines Stromausfalls. Oh, oh, finde genau, VHS-Kassetten. Genau, wir müssen die VHS-Kassetten. Das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe, würde ich mal sagen. Das ist die Hauptaufgabe. Wollen wir zusammenbleiben oder ja schon, oder? Also die haben das alles komplett überarbeitet und haben gesagt, wir haben das angepasst für Gnu und Kies, weil die sind halt einfach zu derb in Backrooms. Du weißt, wir rotzen diese Backrooms quasi weg, ne? Wir sind echte Profis. Ja. Wir haben die gesagt, Challenge accept. Oh fuck. Wir geben euch richtig Zucker. Können wir da rein? Guck mal, sieht auch ganz anders aus, ja, da kann man sich verstecken. Oh, guck mal, auf C kannst du aufnehmen. Ja genau, auf 10 nimmt man auf. Aber ich glaube, es wäre klug, wenn wir uns trennen und so ungefähr uns merken, wo wir hin müssen, weil so kommen wir halt schnell an die VHS. Wir müssen halt wirklich gucken, dass wir durchflitzen. Richtig Highspeed durch. Weil je länger wir hier sind, umso schlimmer wird's. Ist es so? Ja. Je länger wir uns hier aufhalten, umso krasser werden die Feinde. Wie sammle ich ein? Mit F. Mit F sammelt mal ein. Ich habe aber Angst. Wie war das, wenn ich sterbe? Bin ich raus oder komme ich wieder? Dann bist oder? Du komplett raus und du kommst erst wieder, wenn ich das hier schaffe. Okay. Was soll das rote Alarmscheißdreck? Da wird der Gegner aggro und Hass erfüllt. Okay, das heißt, jetzt gibt's. Oh, ich habe auch eine. Also erstmal gucken, dass wir diese ganzen Kassetten finden. Gesetz. Das ist jetzt super wichtig. Ja. Aber guck, die haben das auch alles optisch so ein bisschen schmutziger gemacht, ne? Ja, es ist auch schon... hier zum Beispiel sind jetzt... Oh mein Gott, ich höre was. Ich auch. Sind jetzt rein. So richtige Löcher in den Zwischenwänden. Ich habe auch eine wieder gefunden. Das war bei mir, glaube ich. Der Bereich hier ist nicht so groß. Ja, also ist relativ überschaubar alles hier. Ich habe Angst. Boah, ich habe richtig den Kassettenrun. Wie viel haben wir denn? Wir haben jetzt fehlen noch Stück. Zwei. Fehlen noch zwei. Guck mal hier, du siehst sogar den Verstand und alles. Wenn du Tab drückst, siehst ja, du den normal. Verstand. Noch ist es normal, aber... Also für deinen Zustand normal. Wäre witzig, wenn bei Knu direkt geisteskrank stehen würde. Das ist im echten Leben so. Alright, ich hab die nächste. Ich hab Angst, weil bei mir hat es rumgeschrien. Oh nein. Ja, dann bist du eben wieder Operation. Ich habe eine eingesammelt, ich habe eine eingesammelt, ich habe eine eingesammelt. Oh mein Gott, Hilfe, hau ab. Shit. Renn weg. Hier ist kein Loch. Wir haben 8 von 8. Ja, gut. Ich bin im Loch. Renn. Ich bin im Loch, ich bin im Loch. Alles gut. Ich nehme den auf. Film ihn, wenn er da vor dir steht. Hab ich. Wo ist die Sau? Ah nein, während dem Stromausfall. Stromausfall ist, wenn es so rot leuchtet. Jetzt. Jetzt müsstest du ihn filmen. Oder ist es kein Stromausfall? Ich weiß nicht, es ist dunkel. Wir müssen auch noch hier so ein Smiler. Ja. Aber es hat funktioniert. Oh, ich hab ihn gefilmt. Ich habe einen Smiler gefilmt, glaube ich. Bakterie, oder? Während eines Stromausfalls. Guck mal bitte, weil der steht direkt vor mir. Ja, passt, ist weg. Puh. Okay, ich renn weg. Hat mich richtig angesmiled und hat gesagt, Kies, ich hab ein bisschen Angst, ob der will dich riechen. Noch da ist. Will dich auf allen Ebenen riechen. So, und jetzt wieder zurück zum Aufzug. Wir müssen bei dem Aufzug sein, sonst klappt's nicht. Oh shit, und wo ist der? Außer ich sterbe. Oh, da ist wieder ein Smiler. Boah. Wo war der Scheiß? Oh mein Gott, die jagen mich. Hier ist Licht, wo ist der Ah, hier Kies, ich seh dich. Aber du hast den einen haben wir nicht gefilmt. Das ist egal, vergiss ihn.
Ich glaube, den müssen wir machen. Ich glaube, das Spiel zwingt uns jetzt dazu. Oh nein. Okay, wir müssen den Aufzug finden. Aber ja, erstmal das. Hier ist der Stuhl. Und vom Stuhl aus Hier nach, glaube na, ich, ein bisschen nach rechts, da, nach wo der Pfeil links. ist. Nicht ein bisschen Guck hier, nach wo diese links, okay. Wegmarkierung ist. Komme. Eigentlich müsste die Wegmarkierung zum Aufzug führen. Ja, hier ist doch wieder Ja, diese. da hinten ist er. Da hinten ist er. Yay, jetzt muss nur der Sack kommen. Also vielleicht dürfen wir gehen, aber soweit ich weiß, also Ich als glaube, ich das sind damals nur gespielt habe, Nebenmissionen. hat es dazugehört. Wir können es gerne testen. Nee, guck. Du musst alle machen jetzt. Scheiße. Ich sag ja, die haben es angepasst auf unser Niveau. Dann soll ich mich vielleicht vorrennen und sterben, dann hast du es ja und dann kannst du im Nein, nein, Aufzug. nein, das ist kein Stromausfall. Ich glaube, der Stromausfall ist nur dann, wenn es so rot leuchtet. Ich glaube, das ist der Stromausfall. Oh, da ist ein Smiler. Weil ich glaube, Achtung. das hier ist nur die Smiler-Wave. Okay. Dann das Rote meinst du und dann dieses Bakterien, aber ist Bakterien nicht was anderes als dieses. Bakterie ist dieses Nudelding. Glaubst du? Ja, das weiß ich. Mittlerweile, hey, Profi. Hey, Boah, hier sind bruh. überall welche, ne? Smileys? Ja, ich gehe Ja, in die den lächeln Aufzug. Ich ganz verstecke schön. mich da Die auch wollen ein drin. Selfie mit uns machen. Sind das deine YouTube-Fans? So, Leute, willkommen zu einem neuen Vlog mit Keystone. Da draußen ist wieder ein Gnuli gewesen. Was ist verschwunden? Ah, da ist es doch. Ey, weißt du was? Ich Ja. stelle mir das so bei dir vor, dass sie wirklich so in deiner. Die stalken dich, wissen so ungefähr, wo du wohnst, hausen so in den Büschen. Und starren dich dann so an. Das ist ja nicht Wollen ein. alle Oh, irgendwie eine Strähne von dir oder sowas. das war ja keiner cute. Kannst du eigentlich noch durch die Innenstadt laufen oder wird man da sehr viel angesprochen? Es geht. Also, ich finde halt, die Leute sind so entspannt, dass es nicht stört, weil die Aber einfach. wenn du jetzt samstags in die Innenstadt gehst Ja. und möchtest zum Beispiel in ein DM rein, so als Beispiel jetzt, ja, Ja. wirst du 100% angesprochen oder passiert es auch, dass du wirklich gar nicht angesprochen wirst? Also, es passiert auch, dass ich nicht gar nicht angesprochen werde, aber man erkennt schon, dass Leute einen erkennen und tuscheln. Aber ich habe jetzt letztens Kleidung shoppen und dann habe ich sogar Prozente bekommen von der lieben Echt Dame. jetzt? Ja. Ach, warum bin ich eigentlich kein Promi? Das war Ich voll verschenke süß. da richtig viel. Die habe ich dann auch in meine Story gepackt, weil sie hat ihr Handy vergessen, habe ich die Story für sie quasi bei mir hochgeladen, dass sie das Bild hatte. Jetzt kommt da nicht so ein komisches Vieh, ne? Die ganze Zeit wirst du von dem Ding belästigt, aber wenn es mal kommen soll, dann kommt es nicht. Das ist wie Was wenn machen wir ich denn abends im jetzt? Park gehe, ne? Kommt manchmal nachts auch kein dummes Vieh, was mich belästigt. Das ist nicht so gut, weil wir brauchen. Es war irgendwo da hinten halt, aber das ist halt. Wir müssen halt auch Ah, gleich am aber dann brauchen wir auch besten. noch einen Stromausfall, ne? Und ein Loch. Wir haben einfach keinen Stromausfall. Wir haben immer. Oder ist das ein Stromausfall? Ich weiß Das es ist nicht. 100 Pro ein Stromausfall. Ich meine, der Strom ist weg, klar, aber. Safe. Nun, Ich habe oh. sogar eine. Wow! Achtung, die können dich töten, ne? Ja, lass mal Die hier Smiler. reingehen so lang. Und warten. Müssen den ja auch suchen. Es bringt ja nichts, wenn wir jetzt hier. Ey, ich habe noch eine VHS gefunden. Ich finde hier Ja, ich habe auch noch Bonus-VHS eine ist es. gefunden. Gibt es dafür Punkte? Gibt es Smiler. doch nicht. Bei Helligkeit sind die Smiler weg, ne? Ja. Ja, die sind nur in der Finsternis unterwegs. Aber der müsste eigentlich immer unterwegs sein. War er auch da, wo ich war, war der vorhin. Ja, aber wo warst du dann? Irgendwo weit weg. Weil jetzt bin ich ja schon wieder eigentlich bei uns im Aufzug. Gefühlt irgendwo am Rand war ich. Boah, jetzt hat er sich irgendwie rausgebackt oder sowas. Das wäre Bei uns scheiße. zum Glück, weißt du, wir haben so den perfekten Run, snacken easy die ganzen Kassetten ein und jetzt fehlt uns der Nudelmann. Ja, der hat hier irgendwo. Wer zur Hölle tut um die Uhrzeit noch bohren? Ja. Das gehört. Nee, das ist der Vorteil, wenn man ein freistehendes Haus hat. Weißt Na. du, wenn wirklich nichts ist. Hörst du es jetzt, wenn ich rede? Das gibt's doch nicht. Ja, jetzt höre ich's. Ja, jetzt Holy höre ich's. shit. Bauen die gerade irgendwie durch meine Wand? Die Fans Die kommen! Fans kommen, wie du es gerade erzählt hast. Die gucken jetzt aus so einem Guckloch. Siehst auch nur so leuchtende Oh, Augen. jetzt. Oh, das ist es. Das ist es eigentlich, das. Jetzt müsste er eigentlich kommen. Wo ist er denn? Ich höre ihn. Gut, dann film ihn. Er hat mich getötet. Oh nein. Ich bin tot. Ich habe ihn aber gefilmt. Gut. Hat nicht funktioniert. Was? Nee. Aber das ist dieses Ding. Das ist kein Stromausfall. Da musst du an ihn dranbleiben. Er ist beim Aufzug. Oh shit.
Ist beim Aufzug. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Du musst einfach nur zum Aufzug. Oh shit. Kann doch nicht sein, aber der hat mich auch so schnell geschnappt. Kam auch angeschossen wie eine Rakete. Ja, ja, da ist der Stuhl. Du musst nur diese Streifen auf dem Boden finden. Renn am besten mit C rum. Mach ich. Er kann nicht in den Aufzug. Am besten wäre es, wenn du ihn sozusagen zwingst. Siehst du mich? Dass er dich so... Ja, ich kann dich beobachten. Ich würde an deiner Stelle einfach zum Aufzug gehen, aber du gehst jetzt vom Aufzug weg. Du musst nur diesen Streifen am Boden finden, der war irgendwo da hinten. Und wenn du dem folgst... Was ist das denn hier für ein Alien? Film das mal. Hab ich. Hast du auch wirklich mit C? Ja, ja. Ja, aber dass es dann eben bei mir nicht funktioniert hat. Ich habe den 100% gefilmt. Dann war das kein Stromausfall, dann war das... Ja, der Stromausfall ist halt das, wenn der Strom ausfällt. Jetzt. Hinten ist der Aufzug. Ich höre ihn. Ich nicht. Entweder ist es dein Bohrer oder... Na, da hat er mich gegessen, direkt vom Aufzug. Ich sehe ihn nicht. Ich hab ihn auch nicht. Der war da in die Richtung, wo du gerade guckst. Da habe ich ihn gehört. Also ich würde ihn an deiner Stelle halt versuchen, zum Aufzug zu locken oder zu irgendeinem Loch und dann halt... schnell filmen. Da irgendwo habe ich ihn gehört. Ich hab Angst. Was denn? Hä? Hörst du das? Und jetzt renn zum Aufzug, okay, renn zum Aufzug! Ja, ja, ja! Wo war der? Geradeaus, geradeaus, geradeaus! Oh Gott. Beim nächsten Stromausfall filmst du ihn. Okay, kommt der mit? Keine Ahnung. Normalerweise kommt er. Das gibt's doch nicht. Gezählt. Ja, jetzt ja, doch, er kommt, er kommt. Bleib mir immer wieder. Trigger ihn immer wieder, geh rein, triggern, rein und warten, bis Strom ausfällt. Dann mit C filmen. Weil er kann 100% nicht in den Aufzug. Nee, da dreht er immer um. Jetzt brauchst du halt nur noch einen Stromausfall. Dann lass noch ein bisschen gehen. Jetzt geh wieder raus. Stromausfall jetzt. Ja! Ja, hast du ihn? Ich hab's. Hat's ja. Funktioniert? Kehre eins zum von eins, ja. Zurück. Ja. Wie kann ja, ich ja. das drücken? F. Ja. Oh Gott, ja, Keys. Oh. I got the keys. Sag, dass du stolz auf Mama bist. Ich bin super stolz auf dich. Gut. Jetzt müsste ich eigentlich wiederkommen. Ja, ja. Glaube ich auch. Mein Freund. Mein Freund. Der ist sonst ziemlich räudig, oder? Oh, ist der aufstecken geblieben? Ich glaube, jetzt rauschst du gleich nach unten. Oh Gott! Was macht man in so einem Fall? Ich weiß nicht. Ich würde mich ganz fest gegen die Seiten pressen. Oh, dann bricht's ja deine Beine, wenn du aufkommst. Dann würde ich mich ganz flach nach unten legen. Ist das die richtige Taktik? Das ist eine gute so, Frage. Kommst du raus? Ja, mir geht's gerade ganz schlecht. Bin nämlich noch nicht da. Schieß? Okay, das ist auch neu und anders. Ich bin noch nicht da. Nein, ich will nicht mehr. Wie jetzt? Komme ich gar nicht mehr wieder? Kies. Das Level kenne ich gar nicht. Kies. Hier, lauf mal ein Stück. Vielleicht komme ich dann wieder. Das boah, es wäre mies, wenn ich jetzt... Oder du musst was sterben und dann hier? Sind wir beide wieder da. Und zwar hier unten. Don't blink. Nicht blinzeln. Alter, das Level ist komplett neu. Das kenne ich nicht. Oh, was soll ich denn jetzt nicht blinzeln? Irgendwas schmatzt da auch so ja, komisch, ich hab's ne? Doch gehört. Oh nein. Was geht jetzt ab? Aber wie blinzel ich denn nicht? Weiß es nicht. Kannst du blinzeln? Nee. Gibt's eine Blinzelfunktion? N? Oh, N für Blinzeln? Das ist aber auf einmal ekelhaft. Nee. Aber hier war was hier so ekelhaft. Guck mal, jetzt bist du unter den Kästchen. Ja, du bist jetzt unter der Backroom-Ebene, in der wir drin waren. Ich will nicht allein sein. Grafik ist auch irgendwie besser geworden, ne? Kies, mir läuft irgendwas hinterher. Nee, ich glaube, du läufst aus. Ich will hier nicht hin. Ja, geh rein. Wir haben ja nichts zu verlieren. Doch ein Leben. Help. Ich glaube, du musst da schön ins Zentrale rein. Da rein, wo es eklig ist. Ob du willst, dass ich sterb?
Nein, will ich nicht, aber es ist halt eben nur mal so. Guck, da hinten ist doch irgendwas. Oh Gott, das ist so scheiße allein. Guck mal nach oben. Hätte ja sein können, dass jetzt irgendwas runterspringt, nicht Ja, zerfleischt. du Arsch. Ja, was denn? Da komme ich halt wieder ins Spiel. Ich habe mich geopfert. Nein, du bist einfach nur gestorben. Ja, aber ich habe ihn geködert. Ich habe Oh, was bei der ist das? Suche. Das ist Asia Food. Ich laufe jetzt hier mal lang. Oh, da hinten ist auch ein Licht. Da kam ich nicht her. Da gehe ich mal hin. Oh nein. Gehe ich da hin, weil da ist Licht ausgegangen. Da hinten ist was Rotes. Da Geh der da mal Aufzug. hin. Ist der Aufzug. Exit. Exit, ja, das sieht doch gut aus. Oder ist das der Aufzug? Nee, da ist der Aufzug. Oh. Guck ihn mal genau an, vielleicht komme ich ja wieder rein. Der kann dich nicht verfolgen. So, ist Gut. weg. Also irgendwas muss ich hier machen. Ich kann auch gern. Links, geh mal links. Ich kann auch Ja, geh gern mal da irgendwo hin. sterben, nur da war ich gerade drin. Nee, du Diese. warst in der anderen Nee, das Seite, ist doch oder? diese Oder ist es Riesen. verbunden? Ist das verbunden? Da Ja, komme aber ich. das sind jetzt zwei. Nee, es sind zwei. Da hinten ist was, oder? Ah, nee, ist verbunden, hast recht. Mist. Egal, ich Was muss laufe man denn jetzt hier mal hier machen? überall durch und dann glaube ich, dass es nur so ein Zwischenlevel ist. Das hier ist der Exit. Dass ich dann wieder zu dir, dass du dann spawnst, weil das ist ja noch nicht fertig, das Level. Deswegen spawnst du gerade auch noch Ja, nicht. drück doch mal Tab. Was steht denn da? Was du machen musst. Filme einen Smiler, gar nichts mehr. Das ist noch der eine, das ist das Gleiche. Ich muss hier rauskommen. Also, das ist einfach nur so ein Was ist, Zwischenmap-Dings. wenn du dich fressen lässt? Ist es vielleicht Teil des Ganzen? Kann ich gleich mal probieren. Ich glaube, dass hier jetzt noch einfach irgendeinen Ausgang gibt und dann kommen wir ins nächste Level. So, da hinten leuchtet doch was Rotes, wieder dieses Exit-Dings. Aber es ist dasselbe Exit wieder, ja. Genau, aber das ist einfach schon unser Level und da müssen wir jetzt irgendwie, da ist noch ein Exit. Ich laufe Okay, jetzt ist einfach. extrem verwirrend. Follow the exits. So. Exit. Ist Da ist auch noch ein wieder. Exit. Dann gehe ich jetzt da lang. Geh mal da lang. Da ist noch Noch ein mehr Exit. Exit. Da hinten auch. Da hinten ist aber was Neues, oder? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube schon. Da ist auch wieder ein Exit. Hier Ja, ist ein aber folge mal Exit. dem Oh Exit. ja, das sind ganz viele Exits. Oh mein Gott. I'm a little bit scared. But I do it for the keys, keys, keys. Oh, Keys. Ich fühle mich so einsam. So viele Nudelläden. Und ich habe noch nicht einmal einen Stand gesehen, wo ich mir auch Nudeln kaufen kann. Hättest du jetzt gerne Nudeln? Nee, ich bin so voll gefressen von meinen zwei Wraps. Ich habe mir heute Burritos Ich gemacht. hätte jetzt gerne Nudeln, also bei mir. Wirst du nicht Ich würde Nein nicht Nein sagen? sagen Hey, das zu so Exit einer ist schönen, verschwunden, saftigen Keys. Nudel. Ja, aber jetzt muss ja irgendwie ein neues Exit kommen. Ja, hier. Da hinten, links. Boah, das Ist es der sind. richtige Weg, den Exits folgen? Ja, 100 Pro. Weil jetzt sind wir auch in einer ganz anderen Area. Ich glaube, dass es dann wirklich Exit the Backrooms ist hier. Naja, einen anderen Hinweis sehe ich ja nicht. Oh mein Was war Gott. das? Keine Ahnung. Fick meine Henne. Sorry. Lauf weiter, lauf weiter. Oh mein Gott. Oh Scheiße, Kies. Ich will das hier nicht machen Da allein. ist irgendwas da vorne. Ja, ich will nicht. Nee, da stand was an der Wand. Dreh dich nochmal um. Nicht so hektisch. Ne, anders. Wo? Ich lebe! Oh Gott, ey. Dieser Jumpscare hat mein Leben zerstört. So, jetzt müssen wir die Generatoren Oh. machen. Lass mal Oh. gemeinsam den Generator starten. Ich glaube, dann hat man zwei. Warte mal, komm hierher zu mir. Und auf drei Ich sehe drücken wir nichts, beide was ich F, kann nichts drücken halten hier. F Ah, okay. gedrückt. Okay. 3, 2, 1, F. Mein Leben, ey. Das war wirklich Weil es scheiße könnte jetzt jetzt. der ultimative Trick sein. Hat es schon mal geklappt? Ja. Aha. Mal gucken, ob wir Keine. zwei damit Boah, das hinkriegen. dauert ja ewig. Ja, geil. Ausgetrippelt. Geil. Leck mich, Ha. Backrooms. Ich bin einfach ein Profi darin. Oh Taschenlampe an. wo, wo? An die Wand gehen, an die Wand gehen. Wo? Taschenlampe, wo? Oh, hinter dir war einer. Oh mein Gott, die sehen anders Ha! aus. Scheiße. Weniger Ich mach wurstig. links, ich mach links. Die sehen deutlich weniger nach Wurst aus jetzt. Guck mal, hier musste man doch eigentlich noch Mandelwasser sammeln. Diesmal müssen wir kein Mandelwasser Nee. sammeln. Nur einer oder sind es mehrere? Ich Und es waren noch glaube. mal 10 Generatoren oder 8 oder so. Das sind Ja, sogar das haben sie vier. verkürzt, glaube ich. Ich glaube, danach gibt es wieder so ein kleines. Oh, da war wieder ein Mann. Wir sehen, der sieht anders aus, ne? Ja, ein Wurstmann.
Aber ich habe ja gesagt, es lohnt sich nochmal, das von vorne zu spielen. Ja. Weil dann eine ganze Menge verändert wurde. War Wurstmann. Ich glaube, es gibt nur einen Wurstmann. Boah, wann geht's Licht wieder an? Dauert. Halbe Stunde. Der Generator muss erst pumpen. Guck mal, der schämt sich richtig, siehst du? Na, wie er hat sich so auch so jetzt so irgendwie so die, so die Hände vors Gesicht. So schaut mich nicht an! Schaut mich nicht an! Er will nur Hilfe und denkt, wir filmen ihn und laden es auf TikTok hoch. Jetzt. Ja. Bei der modernen Influencer-Jugend wird alles auf TikTok hochgeladen. Ja, weil ich war vorhin mit meiner Schwester laufen und ich habe halt heute Durchfall. Dann habe ich gesagt, ey, ich muss so aufs Klo. Dankeschön für die Info. Und dann kamen Leute und haben es gefilmt. Nein, die Hecke gemacht. Dann hat sie gesagt, kack doch in die Hecke. Ich sagte, nein, das ist ein Ding des Unmöglichen. Jeder hat heutzutage Generator. Handys und stell dir mal vor, okay, warte, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Und stell dir mal vor, ich würde dann kacken und jemand filmt mich und es lädt dann jemand hoch auf TikTok. Ja, Karriere vorbei, ne? Ja, und vor allem, dafür könnte ich ja nicht mal was. Naja, man kackt nicht in Büsche rein. Davor, mich würde man nie wieder ernst nehmen, weil du immer meinen weißen Ass immer in der Kamera hättest. Ich bin da ein Ausgang. Achtung, wieder an die Wand. Ja. Folgt mir. Wo ist die Wand? Ist hier irgendwo eine Wand? Hier. Lauf, lauf, lauf zur Wand. Da hinten ist ein Ausgang vielleicht. Boah. Hier da rein. Oh, yes. Alter, was ist das für ein riesen Lager? Gibt's aber auch mehrere Eingänge. Aber kein Mandelwasser. Doch, hier, da, also, oder? Du wärst für immer auch die Frau, die sich eingekackt hat. Genau, ich wäre dann das Running Meme. Wortwörtlich. Würdest du dich dafür schämen oder würdest du sagen, ich nutze es einfach und mache einen Merch draus? Ich glaube, ich würde Merch draus machen. Was ist los? Achso, du lachst. Ja. Naja, so weißt du, reingeschissen hat man eh schon, dann würde ich, glaube ich, dazu stehen. Würde ich Geld mitmachen. Ich selber, hier jetzt ganz viel Mandelwasser. Ich würde halt dann das so lächerlich machen, dass Leute einfach. Ist nicht, hier ist Mandelwasser. Ich auch mal ein bisschen Mandelwasser. Dass Leute halt einfach genervt davon sind, von der Frau, die kackt. Würde ich sagen, wenn alles beschissen ist und dann. Weil wieder alles kacke ist. Gnu. Ich glaube, das war einfach nur Mandelwasser-Action hier. Was sind denn sonst die. Ah, repariere die Dings. Ausgang finden. Nee, wir brauchen Ausgang. Hier ist auch nochmal jede Menge Mandelwasser. Was kann ich damit machen? Das ist, glaube ich, die gleiche Tür hier. Das sind einfach. Oh, verschiedene Ausgänge. Optimal, trink mal so ein Wasser. Was passiert dann? Wo? Dann hast du wieder optimale Sanity. Ah, wie mache ich das? F, oder? Wie verwende ich das? Du drückst Tab und dann gehst du drauf und dann kannst du es so auswählen. Ah, benutzen. Nice. Jetzt mal Ernte. Wo ist der Ausgang? Raus, glaube ich. Aber lass uns einfach. Bist denn du? Ich bin hier. Wo ist die A hier? Jetzt wird es wieder dunkel. Oh, ist dunkel? Oder? Ja, dann bleiben wir da drin, oder? Kommen die hier rein? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, es wäre die vorne auch schon reingegangen. Ist ja hell hier drin. Verschlechtert. Schwankend. Normal. Optimal. So, ich habe wieder ganz viel gesoffen jetzt. Ja, ich bin auch. Ich habe guten Ruhepuls. Ich glaube, das Merch würde sich verkaufen. Ich auch. Außerdem wärst du halt auch so Gesprächsthema Nummer 1, jeder würde auf dich reacten, alle würden sagen, habt ihr das mitbekommen? Jasmin naja, Knie aber ich glaube, hat sich in die Hose gekackt und das T-Shirt rausgemacht. Ich glaube, dass dich niemand mehr daten wollen würde. Ach klar, doch. Nein. Doch. Na doch. Ich sage, wenn du jemanden daten willst, stell dir vor, wie die Person scheißt und dann willst du sie nicht mehr sexy. Chat, würdet ihr Knut daten, obwohl sie sich eingekackt hat? Nein, nicht, wenn es ein Video von geben wird, wie ich dann mit einem nackten weißen Ass mich auf alle zwei hinhock und dann kacke. Jetzt können wir gehen, oder? Ja, die Leute schreiben ja, immer, klar. Ihr lügt. Nein, die meisten die sehen lügen. Darüber hinweg. Selbst wenn ich sage, dass ich gut singen kann, sagen die, das stimmt. Ja gut, das ist eine Lüge. Ja eben, deswegen. Aber dass sie sich daten würden, das glaube ich. Nein, stell dich mal vor, so mit meinen weißen Stampfern und dann sitze ich so alle zwei mit einem nackten Ass und dann kommt da unten Durchfall raus, sorry. Ich glaube, du sprichst da schon Fetische an. Nee, das, ja, aber das ist ja schrecklich. Ja, jedenfalls war ich tapfer und habe dann erst daheim gemacht. Oh, jetzt wieder ganz viel Mandelwasser, das nehme ich mit. I don't give a shit. Ich würde so Merch machen und sagen, I don't give a shit. Und dann aber auch irgendwie so. So die Hose halt. Die I don't eingekackte. Give a shit, genau. Und dann halt so die. Genau, dann gibt es dann so Hosen in so braunen Style unten zwischen den Beinchen.
Stell mal vor, du würdest Hosen verkaufen, die wirklich so einen braunen Fleck haben. Ja, Mit so genau. einem, mit so ein paar Streifen, die noch so die Beine runterlaufen. So, dass es halt so aussieht, Das wird als hätte funktionieren. man sich eingestuhlt. Das würde Welche Frau mit funktionieren. Stil kauft sowas? Ich glaube, ich würde es eher als für Männer auch Ich würde es rausbringen. dann Ich glaube, da ist nennen, es ein ich würde Renner. es dann Gnui Chiton Louis Chiton. Gnui Also ich glaube, Chiton. Männer würden es kaufen. Guck mal, der ist doch nochmal weggerannt. Aber ist doch hell. Ich glaube, Wo den ist denn hier ein Ausgang, ich glaube, das Ausgang? ist die Herausforderung, weißt? Das ist jetzt. Ah, gibt es hier irgendwo ein Exit-Schild? Hier ist der Generator, den wir aber am Laufen haben. Oder der Ausgang spawnt irgendwie und der spawnt bei uns nicht, weil wir die Generatoren getrippelt haben. Oh. Weil die laufen aber alle hier. Oh, ey, da hinten sind. Guck mal. Hä? Oh. Da hinten rennen ganz viele von diesen Dudes rum. Shit. Vorsicht. Shit. Oh, Fuck. oh mein Gott. Ich konnte ihn schon Nein. Ich. riechen, so nah Oh, war der dran. shit. Guck du da. Du, Bist du ich bin tot? tot, ja. Boah, ich rette mich jetzt hier rein. Es ist witzig, wie gut ich dich beobachten kann. Ich glaube, die Herausforderung ist, den Ausgang zu finden. Ich habe ihn gefunden? Nee, habe ich nicht. Oh, Ich dachte, da Kies, da drüben war so viel wäre. Hoffnung drin. Mit deiner Stimme. Ja, ich dachte eben, da wäre, aber das ist nur eine weitere Kammer. Kammer des Schreckens. Ja, du findest hier das Wasser und kannst dich damit halt Ja, ich emotional glaube, dass irgendwie es gar nicht stabilisieren. leicht ist, den Ausgang zu Oh mein finden. Gott, es werden es immer mehr. Es rennen Nein. ja schon vier, fünf Stück von denen rum. Was läuft da schon wieder für ein Gewinnspiel im Chat? Ob ich sterbe oder nicht, ihr Sadisten. Wie in so einer Und dann gibt's ein. Perversen. Oh, Oh mein Gott, was? scheiße. What? Sollte man vielleicht erst den an, obwohl ich werde mich hier nie zurechtfinden. Ich auch nicht. Lass mal hier direkt wieder effen. Drei, zwei, Hier vorne. Eins, zwei, drei. Hihi. Hahaha. Ist halt ein mieser Trick, ne? Ja. Deswegen finden wir den Ausgang auch nicht. Nee. Weil wir betrügen. Weil du mich zum Betrügen bringst. Ja, aber du machst ja auch sofort mit. Du hast ja nicht einmal irgendwie gesagt, nö, Kies, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ich will das Spiel Oh, legitim wie mache ich das durchspielen. an? Oh, Oh warte. mein. Das war ich. T, 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 T. Ich war's. Da hinten leuchtet, schnell rein. Wir müssen uns trotzdem umdrehen, weil die sind schneller. Ich bin tot. Boah, und wie er da mit seinem knackigen Ass Weil die davon sind schneller slidet. als wir, weißt? Deswegen muss man sich schon umdrehen, glaube ich. Egal, ich versuche jetzt nochmal den Ausgang zu finden. Aber du musst ja noch zwei Generatoren machen. Ein Generator. Zwei, Ach weil nee, ich bin ja stimmt. tot. Zwei. Du bist ja tot. Girl, sorry. Also Sorry, Vorsicht, not man darf sorry. auch nicht da so an der Kante hängen, Nee, weil dann kommen die nämlich. die kommen wirklich, die langen da rein. Wie ist es eigentlich? Nach der Runde kommt doch schon das neue Level, oder? Weiß es nicht. Keine Ahnung. Der hat ja also so viel verändert. Da ist einer. Ja, aber wie gesagt, ich muss ja noch. Der Ausgang ist riesig geworden. Ja, ich glaube, dass das das Schwierige ist, den Ausgang zu finden. It's a problem. 8 Minuten 25. Sehr gut, schnell irgendwo eine, genau, schön in eine Base. Nochmal ein bisschen Mandelwasser schlürfen. Mandelwasser. Bin auch schon wieder. Verstandmäßig bin ich auch schon wieder normal, nur noch. Oktober 1992, 18. Oktober. 8:25 Uhr. Jetzt ist es dark. War noch ein. Es ist halt echt schwer, ne? Die Map ist Die Map ist riesig. super mega groß, ja. Easy, du Es schaffst wird es. echt übel. Hier nochmal so ein. Weil es wären halt, glaube ich, Sprint pro hinzulegen. Stromausfall oder ab dem Moment, wo dann diese Gegner spawnen, immer schlimmer. Ja, da rennt da schon wieder Guck da, einer. da. Ja, Oh, boah, die kommen zwei. ja fast rein. Ja, die wollen rein. Die wollen bei mir einziehen. Wollen hier drin so eine kleine Lager-WG mit mir machen. Careful. Ich glaube, das wären entweder nach. Oh, ii, wieder da gerade. Oh.
Die sehen ekelhaft aus, Das sah ne? gerade aus, als hätte der so an der Tür sich an festgehalten und hätte vorgeschaut. Hat er wahrscheinlich auch. Oder kommt er angerannt? So, jetzt wird's hell. Brauchen Exits. Das gibt's doch nicht. Noch eine Und das Miese Maschine. ist, du hörst die halt null, ne? Genau, und du brauchst eine. Da ist eine. Oh, und da ist auch direkt eine Tür, das ist sehr gut. So, das ist easy. Ich glaube, das Entkommen wird zum Kotzen. Ich gebe mein Bestes. Die Frage, wenn du den Generator angestartet hast und wieder weggehst, ist er dann wieder leer, wenn du zurückgehst? Nee, wenn der einmal läuft, läuft er. Finde den Ausgang so. Oh! Oh, habe ich ihn gefunden? Wie witzig. Ja. Ja. Leute, Geil. der Profi-Streamer schlägt wieder zu. Ja, geil. Ach, crazy. Die sahen sogar so aus, die Türen, dass man denkt, da ist jedes Mal Ja, Mandelwasser drin, wie klar. Rattig. Oh, das ist ja mies. Aber da ist ein Exit. Yay, super. Jetzt bin ich mal Toll. gespannt. Oh, Bist ich du bin wieder wieder hier? da. Schau mal, ich bin gespawnt. Ich bin frisch. Drück Inventar. Wartungsflur, öffne das Ventil. Drei Stück. Boah. Oh, ist das nicht das, wo du dich verstecken musst im Schrank? Ja, das war auch nochmal richtig ekelhaft. Da musste ich doch so lachen, weil es so vorbeigeslidet ist an dir. Gibt's hier schon Ventile? Nee, Da das war müssen wir erst ganz uns hinten in diesem genau. großen Raum. Da war irgendwas mit einer Uhrzeit noch so. Du musstest hier noch auf irgendwelche Uhrzeiten einstellen. Genau, und wir müssen uns verstecken. Ja, Oh! genau davor. Hier rein und dann T. Hier Oder rein, F. dann. F, F, F. Komm bei Kommt er mir hier rein rein. zu Komm bei mir? mir rein. Ja, ich habe gerade das Problem, dass er hier direkt bei mir ist. Ich habe ihn abgelenkt. Gut. Oh, durchgezogen. Wo bist du? Ich bin schon in dieser Haupthalle drin. Wo ist er? Keine Ahnung. Ich hab ihn irgendwie abgehangen. Oh fuck, er ist bei mir! Oh mein Gott, scheiße, das war auch Tot? letztes Mal genauso, Mann! Bist du Okay, tot oder lebst nein, du noch? ich hau ab. Ich bin im Schrank. Ey, er hat mich! Oh Mann, Kisi, das ist genau die gleiche Scheiße wie letztes Mal. Kann ich ja nichts für. Der hat mich aus Ich dem hab schon das Schrank erste Ventil. gerissen. Ich glaube, der darf nicht sehen, dass du da drin bist. Mann, der hat mich geschlagen. Okay, ist das jetzt ready? Ich glaube, das dreht sich von allein, oder? Da Nee. war noch ein Schalter, hast du es gesehen? Ist hier noch irgendwas? Sorry. Sorry. War ich. Sorry, dass ich so ein Gesicht habe. Sorry, dass ich gestorben bin, bruh. Noch zwei. Voll, hier ist gar nichts. Voll unnötig der Weg. Auch so irgendwie unnötig riesig. Da ist doch was. Hopp mal weiter, weiter, weiter. Dann Nein, nein, jetzt. da geht's jetzt wieder zurück. Ich Aber glaube, diese leuchtende Tür, siehst O-Reihe. du die nicht? Leuchtende Hier Tür? jetzt dann weiter, geradeaus, dann hier links, genau, rein, da rein, da rein. Nee, Dann da nach habe ich hier das rechts. Ventil. Ja, aber dreh dich mal, da ist doch so ein Schalter, da traf er geradeaus. Ich sehe da so eine weiß markierte Tür, als müsstest du da hin. Nö, da sehe ich gar nichts. Das heißt weiter, weiter, dann nach rechts. Der Geradeaus. könnte jetzt halt hier wieder sein. Nach links. Das Aber ist, ich also mein nehme Chat erstmal sieht es auch. Mandelwa ich nehme erstmal Mandelwasser. Ja. Danach. Oh. Och, come on. Wow. Hört sich an wie mein Beagle. Oh, der lässt mich aber auch nicht in Ruhe, ne? Oh shit, ich glaube, du bist fucked. Nee, warte mal, ich trick's ihn aus. Der kommt aber auch einfach mit, der Sack, ne? Trottel! Naja. Einfach dunkel machen. Aber ich bin einfach zu schnell. Ja, wenn du hier nach rechts gehst, ist da so eine helle weiße Tür. Das müssen wir aufmachen, das weiß ich. Okay. Und wir müssen das irgendwie mit Uhrzeiten machen. Guck, hier oben ist eine Uhrzeit. Ja. 1 Uhr. Und das muss ich. Oh mein Gott, C. da. Ah, C. Ist es C oder Ja, G? das ist C. Nee, das ist ein G. Nee, das ist ein C. Okay, ich hoffe, der kommt jetzt nicht. 1 Uhr. Oh, das wäre 1 Uhr, würde ich mal jetzt behaupten. Ja, würde ich sagen. Super.
Das hier ist G3 Uhr. Da stelle ich das direkt mal um. Oh oh. No, brother, no! Scheiße. G3 Uhr haben wir auf dem Schirm. Oh Mann, er hat den aber nervt. Ein bisschen langsamer gemacht. Ja, der war letztes Mal ja. Der war nämlich turboschnell, da konntest du gar nichts machen. Oh, oh, ja. Oh mein Gott, das wird ekelhaft. Ach du Scheiße, ich bin da. Ja, es wird auch richtig. Also, wir müssen einfach nur einen Schalter umdrehen, oder? Und dann können wir die Uhrzeit einstellen. Wir können die Uhrzeit eigentlich jetzt schon einstellen. Wir müssen aber trotzdem die Ventile hinten aktivieren, damit das Dampfzeug da halt durchpustet. Okay. Shouldn't be a problem. Ja, das ist ekelhaft. Das ist richtig ekelhaft, weil der Typ ultra buff unterwegs ist. So, der könnte jetzt hier schon kommen. Vorsicht. Ja, genau. Man kann es halt nicht sehen, ne? Achtung, jetzt hinter mir. Ah! B ist 1. Ja, er läuft mir hinterher. Ich renn. Ja, ich hoffe, du überlebst das. Ja, ja, ich auch. Eigentlich muss einer ihn irgendwie so ein bisschen, ja, so wie ablenken und triggern, dann kann der andere arbeiten. Weißt du, was ich meine? Ja, ich bin am Rennen. Ich hab, Gas. So, B habe ich aktiviert. Er darf halt nicht in diesen Hauptraum rein, da kann ich nämlich schön durchziehen und machen. Ja, ich habe ihn verloren. Aber ich höre ihn, er ist bei mir. Er ist bei mir. Er ist im Hauptraum. Er war eben gerade vor meinem Gang. Aha. Komm mal zurück. Keine Ahnung, wo er jetzt hin ist. Könnte bei dir wieder sein. Komme. Kann gut sein, dass er mir jetzt was wieder war B? Was habe ich gesagt? B ist 1. Ich mache B mal auf 1. Das ist echt dangerous, ne? Weil du nie weißt, hinter welcher Ecke der ist. D ist 3. So. Ich gehe jetzt in C rein. Ah, er ist vor mir, ich sehe ihn. Er hat mich noch nicht gesehen. Okay, er halt läuft ihn jetzt gut zurück. Hin. Warte mal, er kommt jetzt langsam in langsamen Footsteps zurück zu dir. Ich bin jetzt im Gang C. Hat er mich C. gesehen, er läuft mir hinterher, alles gut. Aber du musst überleben oh, shit, noch. Ja. Noch habe ich ja. einiges an der Arbeit vor mir. Easy, läuft mir hinterher. Boah, ich habe gar kein Mandelwasser mehr. Ich mir mal das shit, hier oben. Ich kann nicht mehr laufen. Ich glaube, ich bin jetzt gleich tot. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr rennen. Überlebe, Knu, überlebe! Ja, ich gebe mein Bestes. Fürs Team. Okay, ich bin jetzt versteckt. Oh Gott, ich habe ihn ganz an den Anfang gelockt, komplett. Puh. B läuft, jetzt fehlt nur noch... C läuft, jetzt fehlt nur noch G. Er ist bei mir. Ich bin auf dem Weg zurück, das war leider sehr, sehr weit hinten. Easy, der ist ganz bei mir. Okay, wenn er da bleibt, dann könnte ich es jetzt hinkriegen. Ich muss jetzt nur noch läuft eins aktivieren. Er langsam zu dir und ist da. Oh, da ist er bei mir. Er ist bei mir noch. Okay, alles gut. Solange also, er schön Hass auf dich hat. Wenn er jetzt so langsam zu dir zurückläuft, braucht er bestimmt noch 3 Minuten. Außer er rennt zurück. Das kann ich nicht einschätzen. Nee, ist noch bei mir. Ich höre noch Knurren. So, G ist auch 1. Ich renne jetzt zu G rein. Bin bei G drin. Das ist das letzte Ventil. Nice. Muss nur noch finden. Also ich glaube, er läuft jetzt langsam zu dir. Das ist ja nur ein Monster, ne? Das ist nur ein Monster, ja. Ich höre ihn. Ich bin schon jetzt gleich am letzten Ventil. So, ich drehe auf. Alright. In da knuspern. Na, solange bei dir ist, ist gut. Ich muss den ganzen Weg nämlich noch zurückrennen und noch auf die andere Seite und die Uhrzeit einstellen. Also das dauert noch, bis der bei dir ist. Ich glaube, wenn du Mandelwasser halt viel trinkst, hast du auch mehr Ausdauer. Ich hab
gar nichts mehr. Ich bin ja gestorben. So, das war 1. Ich habe auch gar nichts mehr. Ich bin ja auch gestorben. Was ist da los? Ich sehe ihn, er läuft gerade zu dir. Ganz langsam. Bin noch an den Ventilen. Ganz entspannt. Müsste aber gleich kommen, ne? Vorsicht. Stimmt denn nicht? C ist 3. Er ist bei mir, ich sehe ihn. Lauf. Sonst kann ich ihn zu mir locken, wenn du willst. Oh, warte, warte, warte. Noch hab ich, hat er mich nicht getriggert. Lock ihn zu mir. Er hat mich getriggert, er hat mich... Er kommt zu mir, er kommt zu mir, easy, er kommt zu mir, läuft. Warte, ich glaube, er läuft mir hinterher, oder? Ich weiß es nicht, ich bin im Spind drin, ich höre ihn ja, nicht. Ja, er läuft mir hinterher. Ich okay, mir, ich guck mir nochmal das hier an. 3. Dann B ist... G ist 1 und B ist auch 1. Was stimmt denn nicht? Oh, das ist immer so ganz... Ja, das ist nicht ganz richtig, glaube ich. Ich läuft wieder zu dir, Vorsicht. Oder nicht? Okay, es funktioniert ja, nicht, wieso auch immer. Ich lock ihn weg. Muss das hier ganz fein einstellen, das nimmt er irgendwie super genau. Aber eigentlich müsste... Das ist 12. Ich glaube, der kommt wieder zu dir, Vorsicht. Ah ne, er steht da, bei mir, er steht einfach nur. Oh, irgendwas habe ich aktiviert. Okay, er kommt. Oh, ich mach die Tür zu. Okay, ich kann es leider nicht zu dir, weil er chillt hier. Vor meiner Tür. Du musst, glaube ich, zu mir. Ich bin jetzt bei... Oh, ich bin so in der Safe-Tür. Ich glaube, ich lauf mal durch. Ich weiß nicht, ob ich es Ende trigger. Hoffentlich, weil er im chillt direkt Fall vor meinem Spind. Ja, ist okay. Er chillt vor meinem Spind. Oh Gott, er geht da nicht weg. Ich bin noch nicht am Ende. Ich bin im Aufzug, aber du musst hier sein. Ah ne, warte, ich kann was drücken. Der Aufzug geht zu. Du wirst jetzt für immer in der, bei ihm bleiben. Das ihr müsst heiraten und Fischmenschen zeugen. Fischmonster, Mutanten, Froschmenschen. Das ist ja wie bei 50 Shades of Water. Ich glaube, es könnte funktionieren mit euch beiden. Nee, ich glaube nicht. Wenn ich den aktiven Part übernehme. Ja, doch, nice, schon, es geht. Weil, oh Gott, ich bin bei dir. Guck mal, oh, ihr lebt in der Kanalisation. Ne? Er lebt in der Kanalisation und mag Durchfall. Du produzierst Durchfall. Ich finde, das funktioniert mit euch beiden. Was ist Scheiße? Ich sehe deine Zukunft. Was ist Scheiße? Und das Wasserlevel ist neu, oder? Ja, danach kommt noch was Neues. Jetzt, das ist das Letzte und dann kommt was völlig Neues. Ah, okay. Hier müssen wir... Guck mal, hier ist Mandelwasser. Ja, bitte. Give it to me. Sollte jeder mal eins schlabbern. Da ist richtig viel. Guck mal, hier steht ja Kopf, Brust, Gürtel, Hand. Was kriege ich denn da? Okay, und jetzt müssen wir uns diese Monitore wieder merken mit Farben. Ja. Türkis 7. Okay, Türkis 7 bitte einmal, Community. Blau 6. Ja, ich Türkis 7, Blau 6. Ich habe jetzt einen Türkisen. Was bedeutet das? Gar nichts. Gar nichts. Müssen wir einfach nur uns merken. Aha. Boah, der ist aber so... Ich habe jetzt halt hier einen lilanen. Ja, aber da ist nichts drauf. Wir brauchen nur Zahlen. Oder ist da was drauf? Nö, einfach nur so ein Text halt. Türkis 7 und Blau 6. Okay. Das müsst ihr euch merken. Wo bist denn du? Ich schau schon, hier ist auch wieder lila. Einfach nur lila an den Bildschirmen, wo was draufsteht, ist nichts, ne? Nee, da steht dick und fett eine Zahl drauf, wenn das relevant ist. Alter, komm, hier sind Zelte. Gibt's ja nicht auch gefahren? Weiß es nicht, ich hätte ja alles überarbeitet. Ja, die Zelte sehe ich auch, witzig. Ich habe einen lilan gefunden, der eine Zahl hat. Magenta 3. Türkis 7. Blau 6. Der Chat bei mir schreibt 0 mit. Die bei mir wissen gar nichts. Steht's drin schon. Und Magenta. Hallo. 3. Easy. Hinter dir. Vorsicht, Vorsicht. So, guck mal, da ist die Endtür da hinten. Ist das vielleicht hier?
Hier noch irgendwas drin? Nein. Nö. Ich finde genau das, so diese Räumlichkeit mit dem Regen, zeigen so perfekt einen trüben Büroalltag. Ja. Das ist unser Leben halt, ne? Mhm. Wie wir Steuererklärungen machen und Rechnungen sortieren. Genau das. Aber uns fehlt doch noch eine, oder? Ja, aber kann man das nicht erraten? Solange das nicht uns irgendwie... Oder stirbt man dann? Das weiß ich nicht. Das ist halt Backrooms. Probieren wir es mal. Ich glaube, es sind 4 insgesamt. Warte. Okay, Magenta 3. Blau war 6. Dann rate ich jetzt einfach mal auf 9 und dann 7. Ist falsch. Hm. Okay, nochmal 3, 6, 5. Jetzt habe ich mich verdrückt. 3, 6, 5, 7. Mach doch mal 8. Auch nicht. 3, 6, 8. 8. 3 7. Ist Magenta. Nee. Wie kommst du auf 7? Ah, Magenta ist. Ja, 7 ist Türkis. 3, 6, 2. Oh! Ja, 2 war's. Profi! Hm. Und jetzt wird's richtig ekelhaft. Das Wieso? Kennst du noch gar nicht, was jetzt kommt. Na, warte mal ab. Was muss jetzt? Was jetzt? Oh nein. Oh oh. Renn! Kies! Renn! Verarschst du mich? Oh mein Gott, ist hinter dir! Renn! Nee, ist nix. Mann! Aber jetzt wird's richtig ekelhaft. Er hat Sterzigs Handtuch geworfen und gesagt, nee, Kies, tu ich mir nicht an. Ernsthaft? Ja, ja, ja. Aber warum? Weil es so schwer war, oder... Ja, weil es ist halt Sterzig, ne? Sterzig, bist du hier? Nee. Normalerweise beschwört man ihn immer auf, wenn man dann drüber redet, ne? Ja, der hat so einen Lästersensor. In so 6 Bildschirme zu Hause, dann piepst so einer beim Keystroke-Stream. So, bist du drin? Hast du Y gedrückt? Du musst Y und bestätigen. So, kennst du es noch? Der Kram, wo man nichts sieht und alles mit so Klickern machen muss? Ich drück Y und dann? Dann Enter. Mach ich doch. Dann müsste es jetzt drin sein. Nö. Hast du nicht hier diese... Drück doch, mal doch. Maustasten. Ah, jetzt. Da siehst du so Kabel auf dem Boden, ne? Irgendwann jetzt siehst du so rote Dinger. Standby. Und jetzt habe ich... Oh. Bin ich... Oh Gott, was ist denn das Irgendwann hier? Siehst du so rote Dinger. Und wir müssen jetzt 3 Schalter finden. Und die drücken. Hier sind doch überall so Sterne. Ja, aber du musst rote finden, die symbolisieren so den Weg. Oh Gott, das hat die hörst du auch. Mal. Die hörst du auch in der Ferne piepen. Ja, aber das ist asozial S. Okay. Das ist richtig ekelhaft. Ah, hier sind rote. Ja, den musst du folgen und dann gibt's da irgendwo Schalter. Und später müssen wir die visuell irgendwie wahrnehmen, dann wird's noch schwieriger. Ich bin an einem dran. Ich höre einen irgendwo schon ganz laut. Und sind ja auch Gegner? Du hörst dann auch so ein Piepen. Du kannst hier sterben, ja. Hier sind aber 2 rote. Ja, es gibt 3 insgesamt. Okay, dann 3 insgesamt. Und dann weiß ich ja, dass ich im Prinzip... Du siehst ja auch den Memory Cage da oben. Der füllt sich auch. Und dann wird's gefährlich. Sind wir gerade in irgendeiner Software? Oh, hier ist auf einmal... Oh, das bist du. Witzig. Hallo. Folg mal dem, weil du bist jetzt aus der Richtung gekommen. Ich glaube. Genau, das war schon. Du kannst mir jetzt hinterherlaufen. Genau, weil da kommt dann der nächste. Genau, ich muss jetzt wieder zur Gabelung. Und da geht es dann nämlich nach rechts. Genau, lass uns das zusammen machen. Der hier, der hier. Und dann müssen wir in so Löcher reinspringen. Warte mal kurz. Oh, hier sind wieder 2. Dann mache ich den anderen jetzt. Lauf ich hier lang. Das sind 2, die hier entlang gehen. Ich gehe an den linken und du an den rechten. Na gut, dann mache ich rechts. Ich rieche deine Essenz, Kies. Hab ihn schon. Nice, dann komm mit. Kies, ich rieche deine Sporen. Smell my Essenz. Hab ihn? Nice. So, und jetzt müssen wir das Ende finden. Das heißt also, wir müssen den Dingern gerade rückwärts folgen. Mhm. Also das sind immer unsere Orientierungspunkte. Okay. Also ich folge und dir jetzt, oder? Und das ist noch ziemlich easy. Ja, ja, das ist noch ziemlich easy. Aber dann... Also ich folge jetzt gerade wieder den Kabeln zurück. Aber dann wird's richtig hässlich.
Und mit richtig hässlich meine ich, es gibt drei Phasen davon. Es wird immer schwieriger. Beim nächsten Mal haben wir keine so eine Hilfe, sondern hören wir es nur piepen. Oh, jetzt ja? Bist du verschwunden. Okay, und dann? Drückst du eigentlich rechte Maustaste so. Oder linke? Die linke im Moment. Die rechte macht den Cage ziemlich voll und dann kannst du auch sterben. Dann kommt ein Monster. Ah, wenn das so überlastet ist. Bist du jetzt schon bei der roten Tür? Ich warte hier auf dich. Ich laufe jetzt den Dingern hinterher. Ja, bis zur roten Tür. Oh, ich höre was. Ich hoffe, du hast dich nicht verlaufen. Ich lauf einfach diesen Kabeln zurück. Bist du gerannt? Ja, ich bin schon da. Also bist du diesen Kabeln lang gerannt? Ja, ich bin... Irgendwann ist nur noch ein Kabel. Ja, ich läuft irgendwann zusammen. Ja, da hier. Bist du. Das war ich. Hi. Aber wie gesagt, das ist noch easy. Das ist gar kein Problem. Okay. Da hat Sterzig noch nicht geweint. Ich schnupper deine Essenz. So, wir springen jetzt hier in so ein Loch rein. Gleich. Dann sind wir auf der nächsten Ebene. Das sind so Ebenen. Guck, hier siehst du das? Seh dich gerade gar nicht. Seh du diese rote Tür. Diesen roten Pokéball. Ja, komm doch rein in die rote Tür. Welche? Hier ist so ein rote. Okay, hier. Es ist noch eine rote Tür, die offen ist. Wo bist denn du jetzt? Hier. Ah. Ah ja, okay. Und da ist jetzt ein Loch vorne. Aha. Siehst du das? Warte, ich du springst jetzt rein. Oh. Einfach reinspringen. Sag, wenn du unten bist. Ja. Jetzt. Oh mein Gott. So. Und hier haben wir jetzt blaue Kabel, ne? Mhm. Aber die blauen Kabel führen nur zur Tür. Und es gibt jetzt drei Türen. Und wir müssen jetzt aber an den Geräuschen hören, wo der Schalter ist und den dann mit den Geräuschen finden. Weil die piepen ja, je näher man ihn kommt. Und alles andere dürfen wir nicht antatschen. Wir müssen halt diese Schalter jetzt finden. Und die Türen öffnen sich alle drei diesmal. Okay. Und zwei davon sind eine Falle und einer davon ist gut. Okay. So, wir müssen jetzt halt hier, abseits von diesen Dingern, du musst jetzt halt wirklich gucken, weil hier sind die Türen. Das sind schon die Türen, die wir aufmachen müssen. Okay. Wir müssen jetzt halt einfach gucken, dass wir, also hören, dass wir irgendwo ein Piepen hören und uns dann diesem Piepen immer mehr nähern und da dann den Schalter erschließen. Okay, also wir sehen jetzt den Schalter Türen, kann man sehen, aber nicht, man sieht's. Genau, wir müssen jetzt rumlaufen und hoffen, dass wir es irgendwo Piepen hören. Genau. Und die blauen führen einfach nur rumlaufen. Zur Tür. Okay. Und gibt's ja auch die Gegner? Blauen führen uns. Oh, es gibt das? Nur Gegner, wenn du. Ich habe was klacken gehört. Warst du das? Kann sein. Es gibt nur Gegner, wenn du das Memory-Ding da volllaufen lässt. Dieses CPU-Ding. Dann wirst du gefressen. Ah, okay. Also einfach eine Suche jetzt. Genau, das ist jetzt eine Suche. Boah! Irgendwas explodiert. Deswegen, ich habe ja was gehört. Ich hätte auch irgendwas geändert und es gibt. Ich bin jetzt in so einer Art Lagerhalle. Lauf mal hier lang. Und halt piepen. Wir müssen piepen finden. Und drei Stück? Drei Stück, ja. Gibt's auch Löcher, in die wir fallen können? Nee, aber hinten an den Türen ist halt eine Tür die richtige Tür und die andere Tür ist eine Falle. Deswegen musst du da ganz vorsichtig rein. Okay. Ich sag dir dann, wie man herausfindet, was... Hier ist ein rotes Kabel. Ein rotes Kabel ist ein Schalter. Und wie betätige ich den? Hörst du ein Piepen? Nee, es ist einfach so ein rotes... Dreieck. Geh ganz daran, drück ja, F. Und das geht nach oben und da ist nichts. Das ist so eine Kabel, was nach oben führt. Ach so, du bist am anderen Ende des Kabels. Ich hör was piepen. Das ist irgend so ein Symbol von einem Monster. Ich hör was piepen. Ich hör auch was piepen. Ja. Bist in der Nähe. Warte. Komm näher. Hier auf der anderen Seite. Irgendwo gibt es hier einen Durchgang. Ich hab ihn, glaube ich. Ich hab den Durchgang, glaube ich. Ja, hier näher ich mich. Jetzt entferne ich mich. Oh je. Ich sag ja, das ist richtig ätzend. Eck. Gibt's irgendwo einen Durchgang? Ja, so einen kleinen. Weil hier gibt's halt auch Türen und die musst du mal finden. Hier ist nix. Was ist das? Kann auch sein, dass man wirklich so richtig außen rumlaufen muss.
Warte, ich scanne. Hier ist auch Ende. Wie kommt man da hin? Hier ist auch wieder ein rotes Kabel. Uiuiuiui. Genau, das um Dottes Willen. Na, das ist richtig schwer. Das ist richtig schwer, das Level, finde ich. Und wir müssen dreimal piepsen hören. Nein, nein, also, ja, dreimal piepsen, aber wenn du es einmal gefunden hast, oh, einmal was war das? Nichts gehört. Warum, ich gehe jetzt hier lang, um jetzt von der anderen Seite zu kommen. So eine Glasscheibe, die kaputt gegangen ist. Hast du noch das eine Piepsen da? Ich habe wieder das Piepsen, ja, ich glaube, das ist, ich glaube, ich bin auch auf dem Weg dahin. Gut. Ich guck mal alles weitere durch. Ja, ich werde es gleich haben. Glaube ich. Warte. Hab ihn. Eins ist offen. Das könnte schon das Richtige sein oder eine Falle? Könnte schon das Richtige sein. Oh, jetzt geht diese Musik auch noch los. Oh. Ja, damit macht es das Spiel schwerer. Ach, wie gemein. Das könnte rein theoretisch schon das Richtige sein, ja. Das ist gemein. Ja, es ist gemein. Soll die CPU nach unten gehen und... Boah, das ist wirklich gemein. Jetzt bin ich am Anfang. Alright, ich gehe mal hier lang. Kann ja mal gucken, ob das schon das Richtige ist. Vielleicht haben wir ja so viel Glück. Kann ich die Musik auch ausmachen? Ich wüsste nicht wie. Das geht eigentlich immer an, wenn man den ersten Schalter da drückt. Jetzt gelandet. Hä, hier ist das Kabel, aber hier ist irgendwas im Weg. Leute, wenn ihr irgendwas piepen hört. Ah, ich höre was. Ich höre was piepen. Okay, dann such. Du musst dich halt annähern. Direkt vor mir, aber ich sehe nichts. Ja, alles, bis es rot ist. Das wird rot, der Schalter. In der Gegend rumklickern und schießen. Ich höre nichts. Gar nichts. Doch, bei mir. Ah, da. Eine Tür ist offen. Ich guck mir die mal an. Ah, ich hab ihn. Glaube ich. Ja. Mit F. Ja, ja, ich höre, wie die Tür aufgeht. Jetzt höre ich noch eins. Ja, und weiter. Ich höre noch eins bei mir. Okay, die eine Tür, die wir auf hatten schon mal, ist eine Falle. Ich habe noch einen. Ich habe beide. Ja, mach auf. Habe ich. Ja, ich höre auf, wie sie aufgeht. Bitte verlass mich nicht. Jetzt musst du nur noch die Kabel finden und denen halt wieder zurückfolgen. Na lol. Ich versuche das schon mal zu ermitteln. Die führen dann nach oben, die Kackkabel. Die blauen Kabel, ne? Ach so. Okay, dann komme ich jetzt zurück. Warst du mit Sterzi auch schon so weit? Ja. Scheiße. Und woran seid ihr dann gescheitert? Warte. Steht hier. Gibt eine Zahl. 959. Jetzt sagt nicht, die haben das verändert. Beim letzten Ding. Ich höre dich. Hast du gepfiffen? Nee. Oh oh. Du hast dich gepfiffen. Peace. Nein. Gepfeift was. Nein. Da gehe ich nicht hin. Ich bin das nicht. Dann gehe ich da nicht hin, oder? Ich habe die richtige Seite, glaube ich, gefunden. Ich hab... Greift mich was an. Soll ich runterspringen? Ja. Wo ist das Loch? Da pfeift hier was nach mir, das ist ja scheiße. Ich spring runter. Was ist los? Ich bin tot! Was? Scheiße. Oh mein Gott, es hat mich gekillt. Ich gehe mal vom Pfeifen weg, oder muss ich zum Pfeifen hin?
Oh mein Gott, man muss die Käfige abchecken. Ich sehe gar nichts. Käfige? Schwarz. Du musst zurück. Ja, die haben das geändert. Die haben das geändert. Du musst die Zahlen wohl mit den Käfigen abchecken. Bei uns war es so, dass wir nur in den reinspringen mussten, wo dieser Anzugstyp mit einem Daumen hoch war, so, ne? Aber ich habe doch das Pfeifen hören, da muss der bestimmt hin. Oder? Ja, ich habe halt noch die alte Version. Aber da pfeift doch jemand, soll ich da mal hin? Keine Ahnung, ich sehe gar nichts, ich bin komplett blind. Ich bin tot. Hm. Aber da geht's ja jemand, der nach mir pfeift. Ich weiß es nicht, das ist ja alles anders. Das Pfeifen sind meist die Käfige, schreibt jemand. Genau, deswegen muss ich da hin. Ja, ich sehe gar nichts, ich kann dir null helfen. Ich kann dir null helfen. Ich höre das Pfeifen wieder. Dann hör meinen Stream. Dann schau meinen Stream. Ich bin blind. Ich höre das Pfeifen. Ja. Ich komme. Wer auch immer du bist. Bist du das, der pfeift? Nein. Oh Mann. Aber da gehe ich jetzt hin. Kann ja was werden. Hier. Es wird lauter. Ich merke auf jeden Fall, es wird lauter. Das ist ein Käfig. Und was ist da für eine Zahl dran? Das weiß ich nicht. Ich muss mal kurz scannen. Scanne es, bis du eine Zahl erkennst. Dreistellig muss die sein. Und, siehst du was? Ne, aber der zeigt irgendwo hin. Da ist ein blaues Seil. Ah, da ist noch eine Zahl. Okay, die erkenne ich aber noch nicht. Warte mal. Lass nochmal scannen. 1921. 1921, ja? Ja. Und das ist dann der Käfig, wo man auch runter muss, weil der pfeift, oder wie? Dann folge ich jetzt mal dem blauen Ding dahin. 1921. Ja. Du musst da super vorsichtig sein. Wenn du diesen Gang reingehst, scann dich langsam vor, weil da sind ja Löcher drin. Und hinter den Löchern sind Poster. Und da siehst du dann die Zahl dran geschrieben. Aber du musst richtig vorsichtig sein, weil wenn du straight reinläufst, dann also, fällst du direkt okay. runter. Erst ab dann, wenn das Kabel ändert, oder? Ja, du siehst dann wieder diese roten Türen. Was sind das jetzt hier? Ah. Ja, das Kabel geht hier rein. Dann laufe ich dazu weiter mit. Wie gesagt, du musst sehr, sehr vorsichtig sein. Ah, hier. Es gehen aber zwei. Ich weiß ja gar nicht, welches es ist. Links oder rechts? Keine Ahnung. Siehst du denn schon Türen? Nein, ich sehe jetzt zwei blöde blaue Kabel. Ey, drück mal bitte T. Boah, jetzt ja. sehe ich was. Lass T gedrückt. So? Nochmal T. Okay. Weiter. Einfach den Kabeln folgen. Ja, warte, ich scanne nochmal. Boah, wie krass ist das? Ich sehe jetzt alles. Na, es ist alles gut. Du kannst geradeaus. Ja, ich sag dir, wenn eine Falle kommt. Okay. Ich kann das alles sehen. Folg den Kabeln einfach. Welchen? Links, so. Rechts? So, guck mal, jetzt... Nee. Den geradeaus Kabel. Das ist die erste Tür. Jetzt, ja, du kannst einmal einen großen Scan machen, dann siehst du die ganzen Türen. Na, hat noch nicht ausgereicht. Warte ganz kurz. Geh mal weiter vor. Weiter vor. Stopp. Großer Scan. Siehst du jetzt die roten Türen? Jetzt geh rein in den ersten Raum. Ich sag dir dann, wann du anhalten musst. Einfach laufen. Jetzt rechts. Da vorne. Warte, ich scan nochmal. Kannst du zwischendrin nochmal scannen. So. Jetzt laufen noch. Warte, ich sag dann Stopp. Okay. Du siehst noch nichts wahrscheinlich. Einfach laufen. Scannen. Einfach erstmal geradeaus. Also kein Kabel mehr ist okay, ne? Geradeaus. Stopp. Das ist 1932. Was hattest du? Genau. 1921. Dann ist es falsch, wenn es 1921 ist, weil das 1932. Dann muss ich zurück. Zurück. Das ist kein Loch, wo ich durchfallen kann, ne? Nee. Nein. Ich sehe alles. Einfach okay. zurück. Rechts. Hier ist die nächste Tür. Kannst du rein? Scan einmal, Moment. Ist eh die falsche. Das ist da, wo ich reingesprungen bin.
Das gehen wir trotzdem nochmal vor und gucken. 1926 ist das. Nein, nein, das ist falsch. Da klirrt's auch. Und jetzt die andere Tür. Genau, geradeaus. Lauf, geradeaus. Da rein. Da schmatzt irgendwas. Da rein. Lauf noch, lauf noch, lauf noch, lauf noch. 1959 ist hier. Ich seh's. Das ist 1959. Genau. Wo dir ist das Loch? Vorsicht. Okay, was hattest du? 1921. 21. Mhm. Was war das andere? 31, ne? Ja. Geh mal ganz. Dann ist es das, dann hast du es wahrscheinlich nicht richtig gesehen. Denke ich mal. Also nicht das hier, sondern das erste, wo du rein warst. Geradeaus, geradeaus, ja. Hier ist ja auch noch eine. Noch, also hier. Nee, das ist die Mitte. Nein, nein. Noch ein Stück, ja, lauf geradeaus. Links. Ja, jetzt da rein. Geh da rein. Oh ja, das habe ich auch lauf jetzt wieder geradeaus. Das ist 1932. Das ist 1921. Dann habe ich keine Ahnung, weil die Zahl ist nicht dabei. Und das sind sicher nur diese drei Türen. Du kannst jetzt entweder reinspringen. Es sind nur diese drei Türen. Sollen wir nochmal sonst kannst reinspringen und kurz rennen und gucken. Also in der Mitte war ich. In der Mitte war ich und ich bin gestorben. Es kann entweder die ganz links oder die ganz rechts sein. Lass einfach nochmal kurz zurückrennen und die Zahl nochmal anschauen, oder? Okay, dann lauf. Ja, ich sehe ja alles. Ich sehe alles perfekt. Einfach laufen, was geradeaus. Ich kann nicht guiden. Hier die ganze Zeit eigentlich. Ist egal, das stört nicht. Muss auch nicht scannen. Geradeaus. Jetzt geh ein bisschen links. Da sind Matratzen im Weg. Oh, komm mal drüber springen. Ja, geradeaus. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Oh, ich muss aufpassen wegen meiner CPU. Ja, ich weiß. Der hat gepfiffen. Genau, das ist 1921. Wirklich 1921. Hm. Aber hier pfeift ja noch jemand. Oder ist dann lauf mal da rechts halten. Ne, ne, dreh dich rechts. Geradeaus. Jetzt geradeaus. Aber ich höre noch einen Pfeifen. Ja, aber 1921 haben wir nicht. Die Zahl ist nicht dabei. Soll ich mal den Pfeifen hinterher? Nein, nein, geh jetzt mal bitte geradeaus. Ich will mal gucken, was da für eine Zahl steht. Also einfach dem Kabel folgen. Ja, das ist auch ein Monster und da steht. Geh mal näher ran. Jetzt ein bisschen rechts laufen. Das ist links, rechts. Ja, hier 1964 steht hier. Hatten wir auch nicht. Lass aber zum Pfeifen gehen, vielleicht habe ich es ja falsch gelesen. Weil das ist ja unser Buddy, der will ja nur das Beste für uns. Eigentlich schon. Vielleicht ist es auch gar. Vielleicht hat die Zahl auch nichts zu bedeuten. Lauf jetzt mal zum pfeifenden Buddy. Geh mal, genau, und dann geh mal an sein Kabel. Wer ist die Zahl das hier? Hat anscheinend nichts zu bedeuten. 1921, aber die Zahl hat irgendwie nichts zu bedeuten. Folge jetzt diesem Kabel hier. Nur okay, diesem Kabel. Ja, ist eins, okay. Das Problem jetzt, ist, die geht. Ich sehe das Kabel, ich sehe es. Lauf. Ja, die geht halt unter die Matratzen durch, ne? Und dann wissen wir nicht mehr, welches es ist. Egal, egal, egal. Lauf, lauf, ich sehe es. Spring. Weiterlaufen. Es ist immer noch das Rechte. Ah ja, Ja. Welches ist weiter einfach geradeaus, ich hab's im Blick. Lauf einfach. Ich sag dir, wenn sich was verändert. Ich hab's im Blick. Ich hab's im Blick. Einfach laufen. Stopp! Stopp, stopp, stopp. Ein Schritt zurück. Es ist. Jetzt geht's links. Es ist das ganz links. Ach, das liegt drüber. Oh, wie rattig. Glaube ich. Und jetzt ist es rechts, ne? Warte, ich scanne das jetzt mal. So, jetzt sehe ich es ganz clear. Also. Ja, aber warte, geh mal zurück, zurück. Noch ein bisschen zurück. Ich scanne nochmal. Ey, das ist richtig räudig. Ja, ich komme zu dir. 1931. Echt, wo? Das müsste die mittlere dann sein. Ich springe aber jetzt erstmal rein. Bring okay. Noch nicht hinterher. 1931 ist Matching. Ich gehe rein. Ich bin nicht tot. Oh, 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 und? Ja, dann musst du aber vorhin ja was völlig anderes abgelesen haben, weil als wir das erste Mal gemacht haben,
Also ich gehe jetzt in die mittlere, ne? Die mittlere, ja. So, und jetzt müssen wir vorsichtig sein. Jetzt gibt es wohl irgendwie Löcher und wir müssen irgendwie eine Tür finden mit Meeresrauschen. Also einen Ausgang. Okay, warte, ich komm. Ui. Oh, ich seh dich. Peace. I can see your body. Vorsicht, jetzt müssen wir nach Löchern gucken. Ich hier schon mal keins. Oh nein, hat schon wieder ein Piepen. Ach, nee, oder? Doch. Ist ja schon vor weit vorgelatscht. Ah, ist das ein Loch? Wow, das ist ein Loch. Oh, ich bin tot. Ja, ich seh's. Wow, super. Okay, warte, aber wenn du jetzt wieder T drückst, dann sehe ich dich ja. Dann kann ich dich richtig gut guiden. Okay. Drück mal T. Nochmal. Sag jetzt. Ja, okay, okay. Na, ich seh's. Boah, du stehst zwischen zwei Löchern. Ja, da ist wieder eins. Ja, das sind überall Löcher. T gedrückt halten, einfach anlassen. Löcher. Nee, du darfst dich immer wieder T auf. Nee, ich wusste nicht, ob es an ist oder nicht. Nee, es sind überall Löcher. Oh mein Gott, das ist ja die Hölle. Du stehst vor einem Loch. Es sind überall Löcher, ja. Habe ich nicht irgendwo ein Piepen gehört? Weiß es nicht. Oder müssen wir jetzt wirklich nur nach dem Meeresrauschen hören? Vorsicht. Ah, ich höre ein Piepen, ja, scheiße. Warte mal. Da wahrscheinlich ein Piepen, öffnet die Tür und da ist dann... Warte ganz kurz. Also wenn du jetzt... jetzt höre ich es nicht mehr. Also den Weg nochmal zurück. Oder halt hier mehr lang. Eine gelbe Tür führt zum Meer. Ich höre es piepen hier. Achtung. Hörst du es auch? Nee, ich höre gar nichts. Muss auf jeden Fall hier lang. Oh. Oh, dummes Monster. Das ist auch unnötig. Einfach stehen bleiben. Ja, das Problem ist, das Arschloch macht nämlich wieder... Es macht wieder alle deine Dinger weg, aber du stehst gut. Du stehst gut. Der Ausgang ist nur noch eine Tür finden. Okay, nix mit Piepen. Echt? Sicher? Meinen die Leute. Hier ist Sackgasse. Hier ist Sackgasse. Weil ich überlege halt, ob man nicht die Tür drücken muss oder den Knopf, um rauszukommen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Warte mal. Also die Leute sagen, sie hören bei dir auch kein Piepen. Vielleicht ist es auch irgendwie der Bohrer. Vielleicht ist es auch irgendwie mein Schädel, weil ich schon so irre geworden bin. Kann sein. Vorsicht, da ist auch Sackgasse. Jetzt kann, wenn du ganz gerade ausgehst, ist Sackgasse. Echt? Mhm. Ganz langsam. Guck mal höher, dann kann ich mehr sehen. Dreh dich mal so nach links. Ja, da in die Richtung gehen. Okay. Oh Mann, wieder dieses dumme Monster. Also das nervt doch. Ey, wenn du meinen Stream gucken würdest, ne? Alter, hättest du, dann kannst du cheaten. Okay, also. Weil du siehst bei mir halt alles. Soll ich geradeaus laufen? Geradeaus. Kannst einfach geradeaus jetzt. Geradeaus, weiter. Stopp. Jetzt musst du scannen, hier sind wieder Löcher. Dann so ein bisschen rechts halten. Also da lang, ne? Wo ich gerade hingucke oder hier lang? Also in die. Ja, erstmal ein bisschen nach rechts. Nein, schon wieder so ein dummes Monster. Oh, es ist ätzende Scheiße. Also hier lang oder da hinten lang? Da hinten ist Sackgasse, wo du jetzt gerade hinguckst. Okay, eher also rechts. Da. Ja. Das ist aber ein Loch. Vorsicht, hier ist ein Loch. Achtung, oh wow, da sind viele Löcher. Super viele Löcher. Ah, weiter geradeaus. Da lang? Nee, andere Seite.
Da ist wieder Wende. Da jetzt wieder so ein bisschen geradeaus, würde ich sagen. Ah, weiter geradeaus. Noch ein bisschen. Noch mal ein bisschen geradeaus. Ja, ich scanne nur. Stopp. Bleib mal stehen. Ja, was ist da? Die Richtung ist nix, ne? Das sind auch nur Wände. Noch mal ein Stück. Nee, Sackgasse. Sackgasse. Da hinten ist aber dann auch Ende. Außer du drehst dich jetzt links. Ja, da wird es noch weitergehen. Vielleicht lauf mal weiter dann geradeaus. Okay, warte. Ja. Da geht's nochmal lang, ja. Wo dir ist nichts. Du könntest jetzt geradeaus, 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 geradeaus. Oh nein. Aber du stehst gut. Also wenn du jetzt geradeaus einfach straight läufst, dann Da ist er passiert dir immer nichts. noch. Ja, ab und zu. Wenn wir ganz nah an der Tür sind, dann wird das Meeresrauschen ganz deutlich. Okay. Ich würde es einfach mal noch geradeaus gehen. Da hinten waren ja viele Sackgassen. Ist er immer noch da? Ich sehe den halt nicht. Nein, ich will Meeresrauschen hören. Meeresrauschen wird wie so eine Erlösung dann, ne? Ja. Na gut, hier bist du jetzt auch am Rand angekommen. Geh aber noch mal ein bisschen geradeaus. Nur um zu gucken, ob da hinten. So, hier ist Ende. Hier gibt's nix, wo du hinguckst. Andere Richtung. Ah, da vielleicht. Auf Achtung, Vorsicht, vor dir sind Löcher. Ah, und jetzt wieder geradeaus. Warte, ich höre Meeresrauschen. Ja, Oder? da könnte was sein. Ja, da ist die Tür. Da ist die Tür. Okay. Warte, warte. Oh, hier sind keine Löcher mehr. Du kannst einfach laufen. Da ist nichts mehr. Ja. Ja, Alter, Wasser. das war ja. Ja. Oh. Ja. Ah. Oh Gott. Ah. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kies. Leckt das Wasser auf. Oh. Oh, Stress. Solange, bevor er Knu reinmacht. Schnell alles trinken. So, ich fall runter an den Abfluss. Boah, das war echt. Ich sag ja, es Hass, ne? Sterzig ist da wirklich durchgedreht. Der hat sich die Tastatur in die Fresse gehauen. Was müssen wir hier machen? I don't Das know. ist eine sehr gute Frage. Ich hoffe einfach Jetzt nur geht das nur so entkommen. 2 Minuten. Einfach durch die Gegend laufen. Geht nur so 2 Minuten, ist fertig. Das wäre okay für mich. Voll schön, der Himmel. Ist eigentlich schon cool, wenn man so ein in Japan bestimmt bald so ein Freibad oder so ein Hallenbad hat. So ein Backrooms-Hallenbad. Oder? Beckenbums-Hallenbad? Achso, ein Backrooms. Verstanden, ein Beckenbums. Beckenbums-Hallenbad. Das fände ich Hat auch der drüben gut. was rum? Nee. Hier im Wasser die ganze Zeit lang zu rennen. Und dann auch noch in so einem Ganzkörperkondom, Ja, ne? furchtbar. Aber da geradeaus vielleicht. Das sieht doch besser aus. Aber es sieht schon krass aus, das Wasser. Es sieht generell, diese Aber diese Halle sieht geil aus. Faszination Backroom-Games, die laufen immer irgendwie gut. Das hat einen Ja. Riesen-Hype. Das ist wie Five Nights at Hast Freddy's. du den Film gesehen? Ja. War der gut? Wenn du Five Nights at Freddy's Fan bist, ja. Wenn du jetzt sagst, das ist eigentlich nicht so mein Ding. Also ich habe jetzt schon gelernt, dass es wohl eher nach den Büchern oder Comics oder was es da gibt, sich richtet. Also die Fans waren begeistert. Ich muss sagen, die Animatronics waren extrem geil, weil die haben die ja echt gebaut. Das ist halt schon nice. Das war kein CGI-Dreck. Das war schon sehr cool. Also optisch war es auf jeden Fall ein Hingucker. Cheesy. Was ist unsere... Da ist nichts. Keine What Ahnung. is our profession? Hier geht's auch wieder weiter. Kann ich da reinspringen? Wee! Ich glaube immer ab in die dunklen Kanäle. Boah, wenn das Licht. Oh, guck mal hier. Oh. Treppe. It's a stair. Jetzt rutschen wir aus und brechen uns Genick. Ja, die Animatronics in Five Nights at Freddy's, die haben die wirklich halt. Klar, es ist kein richtiger super mega Hightech-Roboter, aber
Die haben die richtig nachgebaut. Ja, das habe ich bei dem 8-Bit-Ryan in der Story gesehen und in, auf YouTube. Uiuiui, stell mal vor, das ist ein Bad, wo du so viel Treppen gehen musst. Wie viele Leute hier ausrutschen würden, runterfallen würden, sich was brechen würden. Aber der Film ist super erfolgreich, ne? Der hat 20 Millionen gekostet, was nicht viel ist für so einen Film. Und der ist offiziell, ist jetzt irgendwie bei 260, aber ich habe irgendwie boah, crazy. Vor 2 Tagen gehört, er ist schon fast bei 300 Millionen. Boah, gestört. Ja. Oh! Das hier. Oh nein, hätten wir uns irgendwas finden müssen, merken müssen? Hier ist eine Glasscheibe. Ach, kann es sein, dass wir da hinkommen müssen? Och nö. Oh, bitte nee. I understand, das Blut. Kann ja nichts drücken. Muss ja einer bleiben und der andere muss da hin? Ach so, das sind Blut. Ach, hier sind Farbspritzer. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist schon die Uhrzeit und grün ist nur einer. Ich glaube, dass das dann. Kann man das hier irgendwie drücken? Hast du es gedrückt schon? Ja, nee, da geht nichts. Jetzt geht's? Jetzt ist er offen. What? Ich hab gedrückt. Muss also, man die zählen und ich so oft glaube, muss man genau, die kleinen sind 1, bestimmt 2, kleiner 3. Zeiger. Genau, ich glaube, die nee, großen. Nee, ich glaube, das ist einfach nur 3 Uhr. 5, 6, 7, 8 ist aber blau, ist, genau, und grün ist einfach nur einmal. Was ist blau 8? Genau. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Also 6. Und grün ist nur einmal. 7, 8. Oh ja. Yeah. Yes. Hä, hey, aber ich hab den Knopf auch gedrückt. Warum ging der bei dir? Ich hab halt richtig drauf geglotzt. Oh oh. Wenn mal den C gebaut. Oh, das ist dieses Rennen, oh oder? Ja. Fuck. Bist du tot? Nein. Rennen. Ja, aber die Graf. Haben wir es geschafft oder ist das eine Sackgasse und wir sind tot? Wir sind tot. Hallo, Kumpel. Nimm nicht mich, ich lauf weiter. Ich muss hier landen. Aber grafisch ist das Spiel schon echt krass. Ah ja, den Exits vielleicht folgen. Guck mal, da oben sind Exits. Oh Gott, Kies. Immer den Exits nach. Das war eine Sackgasse. Oh Gott. Scheiße. Renn, Knu, renn. Das liegt alles bei dir. Ist der hinter mir? Mhm. Alter, wo bist du gelandet? In irgendeinem unterirdischen Labor? Ich renne einfach. Da, was ist das? Was? Oh nein, man muss noch irgendwas drücken oder so. Ha! Oh Mann. Oh Gott. Müssen wir irgendwo eine Karte finden oder wie? Auf jeden Fall den Exits nach. Ja. Hier ist ein Exit. Vielleicht müssen wir seitlich noch irgendwas finden. Oh Gott. Das, ich glaube, ich brauche so eine Kackkarte, ne? Oh nein, ich häng! Lauf! Scheiße. Bist du tot? Ich bin tot, ja. Lauf. Ich glaub, Irgendwas piept hier. Ist das vielleicht das, was man finden muss? Ja, ich glaube, hier piepen mehrere Sachen. Können wir die Sachen vielleicht umschmeißen? Nö. Pfeifst du? Ja. Ich wollte dich ein bisschen verwirren. Das hat geklappt. Das ich Monster? Guck, ja. Irgendwas piepst ja dann plötzlich da. Genau, so, ich also guck so danach. Düt. Hier. Was ist das? Ah, das sind einfach nur die Dinger an der Seite, glaube ich, jetzt hier. Ja, was gibt es hier? Ich laufe jetzt hier mal irgendwo ist lang. Nichts. Ah, ich laufe auch gerade irgendwo lang. Da hinten ist die Tür. Das Monster hat uns verloren, das ist gut. Oh, ich höre auch das Piepen. Nein, guck mal, das da hinten piept und das andere piept. Ich wette, das muss irgendwie matchen. Zeitbombe. Brauchen wir irgendwas? Wir brauchen irgendwas wie eine Keycard. Genau. Wetten, die liegt hier irgendwo. Ich gehe nochmal dahin, wo es gepiept hat. Ich meine, zwei Dinge, die piepen. Ich glaube, dass wir Karten. Hör, was ist das denn? Hier ist was. Ich habe das Monster weggesperrt. Oh, nice. Glaube ich zumindest. Oh, es hat die Tür aufgeschlagen. Bin tot.
Scheiße. Fuck. Es hat einfach die Tür aufgeschlagen. Okay, was müssen wir finden? Ich weiß es nicht. Sag bloß, wir brauchen im Wasserlevel die Keycards. Nein, ach, das wäre asozial ohne Ende. Nee, das wäre zu krass. Außerdem starten wir ja nicht im Wasserlevel, sondern wir starten ja hier. Oh fuck, der ist hinter mir. Würde gar keinen Sinn ergeben. Oh shit. Oh. Ja, was müssen wir tun? Keine Ahnung, wir werden es rausfinden, Knur. Für die Gang, ja. Lauf mal hier lang, vielleicht ist hier was. Nee, wir müssen erst bei dem Exit nach. Und da vorne fängt hier irgendwas an zu piepen. Vielleicht liegt da irgendwo was rum. Weiß es jemand? Kadetten? Ja, guck, hier fängt es an zu piepen. Das ist die Karte. Nee, das ist vorne am Eingang. Das ist vorne am Eingang. Da piepst's. Ja, okay. Boah, es ist ätzend, ne? Ja. Aber wie der Boden glänzt. Wunderschön. Ja, wahrscheinlich auch total glatt. Guck, hier fängt es an zu piepen. Das Was piepst, ist das? Hier, das da, hier. Oh, hier. Was ist das? Das ist zu. Guck mal, da sind Zahlen drauf. Minus 18, 1, minus 9, minus 4. Was hat das zu bedeuten? Vielleicht kann man das hier hinten irgendwo eingeben. Aber da was machen? Nee. Nee, du brauchst irgendeine Karte. Das Monster ist doch jetzt weg. Oder? Ja, das ist weggesperrt, aber es bricht irgendwann da durch. Glaubst du? Definitiv. Ja, bei mir ist es durchgebrochen. Und hat mich zusammengeschlagen. Jetzt irgendwelche Wagen? Kann man da was dran rumspielen? Mhm. Guck mal, doch. Kann man da irgendwas reinlegen? Kann man vielleicht irgendwas einsammeln? Knochen liegen hier rum? Genau, ich kann dir nichts machen. Also minus 18, 1, minus 9, minus 4. Das sind doch Gewichte. Aber ich kann keine Knochen aufsammeln. Kann man hier irgendwas... Ich bin tot. Das Monster hat mich durchgebrochen, hat mich zusammengeschlagen. Steht was im Inventar, stimmt. Drück mal Tab. Steht Run, da irgendwas? Da steht nur Run. Super. Also, da muss es ja auch nur Run sein. Ah, ich hab eine Karte. Ja. Fuck my life, nein! Nein, ich hab doch die Karte gefunden, Mann. Nein, ich hatte die Karte. Okay, da ist irgendwo eine Karte auf dem Tisch. Man muss also ganz schnell Karten suchen. Ja. Mach den nochmal weg. Den nochmal einsperren dann gleich. Den Sack. I hate it. Hate it. Okay, warte, ich komm jetzt. Nicht zumachen. Du machst zu. Ich such schon Karten. Ich hab die Karte. Okay, geil. Let's go. Oh Gott. Wahoo. Wow. Wahoo. Wahoo. Waha. Oh nein. Weiter geht's. Nein. Round 2. Hier lang. Oh, es ist ätzend. Hier lang. Oh Gott, die Sau ist wieder da. Ja klar, der bricht da durch. Dann wieder Karte suchen. Zwei wahrscheinlich jetzt, oder? Ey, ich bin tot. Was? Echt jetzt? Ja, lauf. Alter, das hört gar nicht auf. Ich laufe immer noch. Run. Ich glaube, das ist das Finale. Run. Run. Nein, hier ist Sackgasse. No. Ich bin tot. Ach komm schon. Oh no. Da hat die Frage, wo fangen wir jetzt wieder an, ne? Ja, ganz am Anfang. Das Spiel schenkt dir nix.
Spiel ist dazu konzipiert, Menschen systematisch in Wahnsinn zu treiben. Am Ende bist du so wie Sterzig. Es ist eine Origins. Boah, jetzt wieder die Keycard auch so gut finden, ne? Du machst hinter mir zu, ja? Ich guck nach Keycard. Nix, nix. Ich geh links. Okay, ich geh rechts. Nix. Scheiße. Nix, nix. Oh Mann, das ist auch alles so random zusammengebaut. Es stehen die ganzen Sachen wieder. Ich hab sie. Gut, Treffpunkt an der Tür. Yes. Wo ist die Tür? Bin an der Tür, du auch? Wo ist die Tür? Na, keine Ahnung. Knu, hier. Schnell, mach das Ding auf. Und rennen. Oh Gott. Max, wie du deinen Juicy Ash bewegst. Ich bin halt echt juicy. Wir dürfen wirklich nirgendwo hängen bleiben, ne? Ja. Hier lang? Hoffentlich. Hier lang? Ich glaube, wenn er mich hat, ist er ja auch erstmal ein bisschen... Oh Gott, er ist so schnell. Hier lang. Ich höre ihn schon ganz nah. Ich auch. Alter, es gibt aber auch kein Ende. Hier lang. Oh Gott, ich bin tot. Du hast mich geblockt. Jetzt musst du durchziehen. Okay. Oh immer Gott. Die Exits, ne? Warte aus. Ha! Was? Was? What the fuck? Sag mal, hast du dich irgendwo gedreht oder sowas? Oh Gott. Oh Gott, töte mich. Lady Gna. Oh. Ja, wir sind zu weit, um aufzugeben. Ja, auf jeden Fall. Oh, hier ist Ende. Aber der kommt ja jetzt noch nicht, oder? Oh, scheiße. Der kommt. Okay, er hat mich. Ich bin im Kreis gelaufen, sagen die Leute. Oh Gott, das ist stressig. Oh, muss halt diese Ecke. Jetzt bin ich ja. Hä? Jetzt ist es richtig schwer, oder was? Oh Gott. Oh, ich häng hier. Nein! Oh. Hier liegt nichts. Rechts war es letztes Mal. Da, nice. Hab sie. Das Spiel ist echt Albtraum. Ich überleg halt, ob man immer dahin kann, wo die Lichter leuchten, aber ich glaube halt nicht. Nee, man muss in jeden Gang quasi reingucken. Hier sind noch Exits. Hier ist noch ein Exit. Guck mal, was ist immer hier? Ja. Geht's jetzt da lang? Kann man nicht irgendwelche Tische und denen entgegenschmeißen? Da lang. Da lang. Oh. Oh Gott, das ist richtig, richtig, richtig schwer. Da lang. Nein. Was? Was? Ich war so gut, oder? Ich war doch so gut. Ja, wir müssen jetzt echt gucken, dass ich vielleicht der Blocker bin, weil wenn der nämlich dich kriegt, dann ist er doch kurz abgelenkt, oder nicht? Das verschafft dir doch Zeit. Ja, aber minimal. Minimal. Gibt's nicht irgendwie was wir trinken können? Nö. Ich bin eigentlich... Boah, ich steck. Ich hab's noch. Mach du zu, gell? Oh, ich hab die Karte. Ist zu. Let's go. Ja, dann hier direkt geradeaus. Ich habe eigentlich einen extrem edlen Run hingelegt. Okay. Und let's go. Ich war voll im Run-Modus. Geradeaus. Abbiegen. Oh Gott. Oh.
geradeaus. Ja. Abbiegen. Geht aber gefühlt auch ewig. Abbiegen. Oh, hat mich, aber ist okay. Auf du. Alter, das ist super schwer. Oh Gott. Doch, doch, doch. Hier kannst du noch Fehler machen. Oh, scheiße. Ist man springt schneller? Nee, da bleibt man nur hängen. Na, ich bin tot. Nee, springen bleibt man nur hängen. Lass mich auch töten. Naja. Oder ist man auf den Geraden springt schneller? Würdest du sagen, ich bin weit vor dir? Ja, aber das warst du vorhin auch schon. Ich glaube, das Springen macht aber trotzdem im Endeffekt dann nur Fehler. Auf den Geraden ist, halt. Das ist, glaube ich, falsch, oder? Ah, nee, du bist richtig. Gut. Kommt die Scheiße. Ah, ich hab's. Hast du? Ja, die war ganz hinten in der Ecke. In der letzten Arschlochecke war die. Bei der Tür? Lass uns zusammenrennen. Ja. Nee, du rennst vor. 3, 2, 1, lauf. Geradeaus. Geradeaus. Nee, bist nicht schneller, wenn du springst. Ach, geradeaus. Geradeaus. Geht halt auch so ewig lang der Run, ne? Geradeaus. Gefühlt rennt das Vieh auch durch geradeaus. Alles durch. Geradeaus. Geradeaus. Oh Gott. Boah, hier ist nochmal richtig viel Zeug im Weg. Geradeaus. Es piept schon. Ja, ja. Okay, drück, drück, drück. Oh Gott, wir haben es beide geschafft. Karte suchen, Karte suchen. Ich mache ja. Den Startgebiet hier. Nix. Ich hab's, bist du, ich links hab's, oder ich rechts? Ich hab sie. Lauf. Wo geht's hier raus? Geradeaus. Jetzt guck mal, allein das hier ist schon riesig. Ich hab's. Ja, da hinten ist es. Okay, 1, 2, 3 und zack. Ich glaube, das ist mittlerweile das schwerste Backroom, oder? Ja, auf jeden Fall. Oh mein Gott! Alles gut. Ist da viel Zeug. Geradeaus. Immer noch geradeaus. Abbiegen. Ja. Geradeaus. Da lang. Schön. Der ist noch ganz weit weg. Easy, easy. Ah, easy, easy. Und auf einmal ist er wieder hinter mir. Nee, immer easy. Noch geradeaus. Ich höre ihn nicht. Ich höre ihn. Ja, aber ganz weit weg. Alter. Bitte! Ja! Oh mein Gott, was für ein Höllenspiel! Oh Gott, wir haben es geschafft! Oh, das war wirklich das schwerste Backrooms. Holy shit. Oh, Freunde. Easy. We did it. Wahnsinn. Ja, einfach, wir haben es geschafft. Wahnsinn. Also dafür wollen wir auf beiden Videos ganz viel Daumen nach oben da haben und dominiert die Bots in den Kommentaren. Haut diese Bots weg mit Hashtag Backroom-Panik. Backrooms ist das neue Dark Souls, ey. Holy shit. Das war richtig sweat. Boah. Aber hardcore. Boah. Richtig. Na gut, Leute, danke fürs Zusehen, bewerten, kommentieren. Wir sehen uns wieder, wenn das Update kommt, dann wird wieder gesweatet. Ja. Ciao. Tschüss. Thank you.